Es ist ein Trek der Verzweifelten. Die Männer wollten von Bosnien-Herzegowina nach Kroatien und damit in die EU, wurden jedoch an der Grenze zurückgewiesen. Erschöpft und eskortiert von der Polizei, machen sie sich jetzt zurück auf den Weg in ein Flüchtlingslager am Rande der Stadt Bihać. Wir durften nicht bleiben. Was ist passiert? Das war die kroatische Polizei. Hat man sie zurückgeschickt? Wir haben nichts zu essen, keine Medikamente, nur Probleme. Seit dem Frühjahr ist die Zahl der Migranten auf dem Balkan wieder angestiegen. 5000 sollen in der Region um Bihać unterwegs sein. Seit die Route über Ungarn versperrt ist, versuchen sie es jetzt über Bosnien. Viele von ihnen kommen aus Bangladesch, Indien, Pakistan und Afghanistan, den Armenhäusern Asiens. Über die Türkei ziehen sie bis ins bosnische Bihać, eine Zwischenstation auf dem Weg nach Westeuropa. Weil andere Flüchtlingslager überfüllt sind, wurde 10 Kilometer außerhalb der Stadt ein weiteres errichtet. Direkt auf der ehemaligen Mülldeponie Vučak. Doch auch hier ist man mit dem Ansturm überfordert. Es fehlt an allem. Zweimal am Tag liefert das örtliche Rote Kreuz Essen für die Campbewohner. Oft stellen sich die Leute mehrmals an, weil sie noch Hunger haben. Aber wir haben nicht so viel. Wir haben nicht genug Kapazitäten und nicht genug Lebensmittel. Und wir kochen schon für 2500 Menschen. Wie viele im Lager leben, weiß niemand genau. Die Flüchtlinge werden nicht registriert. Die Neuankömmlinge müssen zunächst auf dem kahlen Sandboden liegen. So lange, bis eines der Zelte frei wird. Sieben Personen hier schlafen. Ja. Schlafen hier. Ja, dumm. Aber Sie haben keine Matratzen, richtig? Ja, keine. Auf dem Boden einfach? Ja, keine. Dies, nur das. Aber wenn es mal richtig regnet, dann schwimmt auch alles. Ja, Regen. Kommst du hier, Wasser, alles. Und dann Regen, ja. Wird man krank? Ja, krank. So viele hier, alles Leute hier krank. Europa hatten sie sich eigentlich anders vorgestellt. Diese Männer aus Pakistan sind mit großen Hoffnungen gekommen. Pakistan steckt in einer schweren Krise. Ich denke, jeder weiß das. Deswegen suchen wir nach einer besseren Zukunft. Deswegen versucht jeder, in bessere, reichere Länder zu kommen. Reicht das Essen im Lager mal nicht aus, wissen sie sich zu helfen und machen gleich ein kleines Geschäft daraus. Die Zutaten haben sie sich in Bihać selbst besorgt. Hier machen wir Essen für die Leute. Manchmal gibt es nicht genug. Dann können sie es hier kaufen. Direkt neben den Zelten die Hinterlassenschaften der ehemaligen Deponie. Womöglich ein Erbe mit Folgen. Über den Müll wurde lediglich etwas Erde geschüttet. Was hier an Giften im Boden liegt, keiner weiß es. Auch die anderen Zustände im Camp sind verheerend. Wasser wird jeden Tag mit LKWs gebracht. Oft sind die 6 Tanks schon mittags aufgebraucht. Es gibt keine Waschräume, keine Toiletten, keine Elektrizität, kein Wasser. Nur noch ein Tank hat Wasser. Wir sind Menschen und keine Tiere. Es gibt hier sogar giftige Schlangen. Wir sind doch Menschen. Das ist ein Platz für Tiere. Auch die Helfer vom lokalen Roten Kreuz kommen an ihre Grenzen. Internationale Hilfe gibt es nicht. Nur die Kollegen aus Bayern haben 6 Container gespendet. Wenn sich die Situation bis zum Winter nicht verbessert, werde ich kündigen. Dann haben alle versagt. Die Europäische Union und alle anderen, die dafür sorgen müssten, dass es hier besser wird. Es ist der Einsatz ehrenamtlicher Helfer, der die Menschen nicht völlig verzweifeln lässt. Karin Schache-Fehr aus Wien arbeitet für einige Wochen hier, während ihres Urlaubs. Die Medikamente wurden gespendet oder von ihr privat bezahlt. Das meiste sind Verletzungen durch die langen Strecken, die sie gehen im Wald. Und dann gibt es auch Verletzungen, die sie sich selber zuziehen durch Verrenkungen, Stürze im unwegsamen Gelände in der Nacht. Auch sie kann manchmal nur notdürftig helfen. Gebrochener Zahn, schon lange nicht versorgte Zähne. Er hat Zahnschmerzen und das Einzige, was ich ihm jetzt geben kann, ist ein Ibuprofen. Einen Schmerzstiller für den Zustand
damit er das noch länger erträgt. Die Medizinerin ist seit Beginn der Flüchtlingskrise in der Grenzregion im Einsatz. Die Zustände in Bihać machen sie besonders wütend. Auf diesem Müll landen Menschen wie wir alle hier und die sind hier gezwungen, hier zu bleiben. Das ist eine Schweinerei und das ist ein unmenschlicher Zustand und es ist unaushaltbar. Jeden Tag machen sich von hier Gruppen auf den Weg Richtung Kroatien. Bosnien ist für sie nur ein Zwischenstopp auf ihrer monatelangen Flucht Richtung Europa. Der Berg Pleševice, die letzte Hürde vor der grünen Grenze. Die Strecke, ein kilometerlanger Marsch durch unwegsames Gelände. Wollen Sie nach Kroatien? Ja. Wie schwer ist es, hier durch den Wald zu laufen? Sehr schwer. Wir haben im Wald übernachtet. Ich habe überall Insektenstiche. Ich habe es schon 13 Mal versucht. Dieses Mal muss es klappen, so Gott will. Sie alle wurden bereits mehrfach von der kroatischen Polizei zurückgeschickt. Ich will nach Kroatien. Haben Sie es schon einmal versucht? Ja, viele Male. Aber Sie hatten kein Glück? Nein. Ich möchte Papiere bekommen und dann meine Familie nachholen. Für ein besseres Leben. Die Rückkehr in ihre Heimat? Für die meisten unmöglich, denn für ihre Reise haben sie sich hoch verschuldet. Um von Pakistan bis nach Bosnien zu kommen, habe ich 10.000 Euro bezahlt. 10.000 Euro für die Autofahrt, den ganzen Transport. Jeder will Geld haben. Also versuchen sie es immer wieder. Eine verlassene Gastwirtschaft dient als Treffpunkt für jene, die noch einmal Kraft tanken wollen, bevor sie Richtung Grenze aufbrechen. Die Ruine bietet Schutz vor Regen oder Kälte. Doch noch viel wichtiger ist etwas anderes. Wir haben Wasser hier. Kommen Sie. Alle Menschen trinken hier. Leute aus Afghanistan, Pakistan, Marokko. Bevor sie auf die andere Seite gehen, dort über den großen Berg. Er weiß genau, wo er hin will. Ich denke, ich gehe nach Deutschland. Dort lebt mein Bruder. Der hat einen guten Job und verdient viel Geld. Er schickt es nach Pakistan zur Familie und alle sind zufrieden. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg und ein gefährlicher. Schilder warnen vor Minen aus dem Bürgerkrieg. Mate Vukovic arbeitet als Holzfäller und kennt die Fluchtwege. Da drüben schlafen manchmal bis zu 200 Leute. Sie warten. Entweder es bringt sie jemand her oder sie warten hier auf ihren Führer. Das sind dann aber auch Migranten. Vukovic bringt Material für seine Kollegen, die oft tagelang im Wald arbeiten. Er hat seine ganz eigene Sicht auf die Dinge. Ja, sie tun mir schon leid. Sie müssen den ganzen langen Weg gehen. Ich wünsche, dass sie es schaffen und dann weg sind. Denn sie sind gefährlich für unsere Mitarbeiter, die hier leben und arbeiten. 25.000 illegale Migranten wurden im vergangenen Jahr in Bosnien-Herzegowina registriert. Das ist eine andere Stelle, wo sie sich ausruhen, bevor sie zur Grenze gehen. Sie können sich unterstellen, wenn es regnet. Von hier aus sind es nur noch wenige Kilometer bis zur kroatischen Grenze. Einen Zaun wie in Ungarn gibt es nicht. Dennoch schafft es kaum ein Migrant in das Nachbarland. Meistens ist da oben Polizei. In der Regel 24 Stunden täglich. Und jeden Tag kommt hier zwei oder dreimal der Helikopter. Und der wird womöglich auch jene Gruppe ins Visier nehmen, die es mittlerweile vom Waldhaus in die Nähe der Grenze geschafft hat. Gib das Wasser deinen Leuten. Eine letzte Rast vor der nächsten Etappe. Die meisten von ihnen sind vor Monaten aufgebrochen. In wenigen Stunden sind sie entweder in einem EU-Land oder wieder im Lager.
Manche Flüchtlinge werden jedoch noch viel früher abgepasst. Bosanska Otoka, eine Bahnstation 50 Kilometer vor Bihać. Die Polizei holt rund 120 Migranten aus einem Zug. Sie müssen in einen Bus umsteigen. Wohin er sie fahren wird, ist den jungen Männern zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Sie müssen uns in ein Camp bringen. Wir brauchen Essen, wir sind hungrig. Wo wollen Sie denn hin? Europa, Italien, Frankreich, nach Spanien. Wir wollen arbeiten. Was wollen Sie arbeiten? Jede Arbeit. Wir wollen Geld verdienen und es nach Bangladesch schicken. Erste Gerüchte machen sich breit. Möglicherweise gibt es gar kein Camp. 10 Minuten später treffen wir die Männer wieder. Sie mussten aussteigen. Endstation im Nirgendwo. Warum haben Sie uns hierher geschickt? Haben Sie ihnen irgendetwas gesagt? Sie haben uns nichts gesagt. Das ist einfach nur unmenschlich. Einfach unmenschlich. Vermutlich werden sie bald wieder zurückkommen und erneut versuchen, ihr Ziel zu erreichen.